So, ich glaube, ich bin jetzt live. Jetzt muss ich mal die liebe Frau Pi hier einladen, wenn ich das denn hinbekomme. Juhu, hallo Frau Pi, ich sehe Sie schon. Hallo Mel, schön dich zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Juhu, es hat Aufregend. geklappt. So, hörst du Hallo mich? Magdalena, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Und selbst? Auch super, ein bisschen Kummer, krebsrot. Warst du zu lange in der Sonne, ja? 5 Stunden gestern und nichts mit Schatten. Also ich war dann ziemlich fertig. Aber du durftest arbeiten und darum geht es ja auch heute. Total gut. Wollen wir vielleicht Da mal wir ein, ja zwei auch den Minuten? jeweiligen anderen Account nicht alle kennen, sollen wir uns kurz vorstellen? Aber hier die Sina ist da, der Berthold ist da. Hallo. Hallöchen. Demo24, das ist Mike. Hallo Mike, schön, dass du da bist. Ja, ein paar sind ja doch um die Uhrzeit online, ne? Ein paar sind Genau. da. Ein paar sind da. Ja, stell dich doch mal vor. Ich habe die liebe Athene alias Frau Pi eingeladen. Richtig. Ja, ich bin Athene, ich bin freie Traurednerin, überall tätig, vor allem in Karlsruhe und Umgebung, aber auch in Köln und der ganzen Welt. Und die Stefanie und ich, wir kennen uns von einer Trauung im Berthold 57 hier bei mir in der Region und haben uns sofort super verstanden und wollen in Zukunft gerne noch viel mehr Hochzeiten gemeinsam machen und ja, tauschen uns viel aus, auch über unsere Erfahrungen in diesem Jahr. Und darüber wollten wir jetzt auch mal mit euch sprechen, denn ich bin schon total neugierig, was du alles gestern erlebt hast und überhaupt in der letzten Zeit. Ja, danke schön erstmal, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Ja, tolle Vorstellung, tolles Resümee. Kann ich eigentlich nur anschließen. Wir hatten eine grandiose Boho-Hochzeit im Berthold gehabt, im Schwabeländle. Nein, Kraichgau müsste Baden sein, Entschuldigung. Das ist Für alle, Bade. die das sehen. Uiuiui, oh Gott. Es ist Baden. Genau, und ich bin Hochzeitsfotografin, gebürtige Schwäbin. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Und Nee. ja, bin eigentlich auch weltweit tätig, also europaweit. Weltweit war ich noch nicht dabei, aber europaweit schon. Und ja, jetzt geht es gerade in der aktuellen Zeit um Themen heute, die wir ansprechen wollen, wie es überhaupt weitergeht. Wie kann man denn Hochzeiten gerade überhaupt feiern? Und ich bin auch riesig gespannt. Du hast nämlich gar nicht so viel verraten. Du hattest nämlich auch eine spontane, coole Hochzeit gehabt im Rhein, richtig? Richtig, genau. Wir können uns einfach gegenseitig ein bisschen erzählen von unseren letzten Trauungen, aber deine ist so frisch, wollen wir damit anfangen? Ja, können wir gerne machen. Erstmal nur, hallo DJ Flip. Ja, du warst gestern bei einer Erneuerung des Eheversprechens dabei. Ich versuche mal alles zusammenzubekommen und du fügst dann hinzu. Also, ihr wart in einem Autokino, es war eine Rosenhochzeit, eine Erneuerung des Eheversprechens und da war auch irgendwas mit Überraschung. Ja, Erzähl, hier erzähl, erzähl. Was war da der Plan? sind auch gerade, ist auch da. Hallo Kaffee Piccolo, seid auch da. Die waren auch dann dabei. Also das war eine sehr, sehr crazy Aktion. Kaffee Piccolo tatsächlich, hallo nochmal, haben mich letzte Woche angeschrieben und gesagt, du Steffi, wir suchen noch dringend einen Fotografen. Wir haben da eine crazy Geschichte. Und zwar mit Hilfe des Radio KW haben wir ein Brautpaar gefunden, die jetzt leider nicht heiraten konnten. Und ja, schon vorher, vor 10 Jahren, ihre Hochzeit nicht feiern konnten, richtig. Das heißt, sie waren schon ziemlich gebeutelt und wir wollten denen dann quasi diese Hochzeit im Autokino schenken, weil Autokino, da hat man ja Platz. Theoretisch und das muss doch funktionieren. Und die zwei, beziehungsweise eigentlich nur die Braut, war so verrückt zu sagen, hey, ja, auf jeden Fall, habe ich Bock drauf, weil nämlich ihr Mann hat sie das gar nicht verraten. Der Heißt, es ist nicht auf deren Mist gewachsen, sondern die haben das im Radio gehört, oder wie?
Genau, das ist gar nicht auf ihrem Mist gewachsen. Die wollten das jetzt feiern. Rosenhochzeit, für alle, die es nicht wissen, ist das 10-jährige Jubiläum der Ehe, also 10-jähriges. Und das feiert man, wenn man quasi durch die ersten 10 Jahre dick und dünn und Dornen und Streit gegangen ist. Dann feiert man die Rosenhochzeit. Und das konnten sie jetzt aber nicht. Und deswegen haben die dann auf den Aufruf hin sofort zugesagt. Ja, und ich habe natürlich gesagt, ja, für so Sachen bin ich auch immer zu haben. Juhu, Hallöchen. Und deswegen ja, habe ich da spontan zugesagt. Der Bräutigam wusste bis Vormittag, also vielleicht so ein Stündchen vorher, wusste der gar nichts von seinem Glück. Die total geil. Ist saugeil, also die Gäste wussten das, sind hingefahren, haben sich dann in Reih und Glied aufgestellt. Der Aufbau war schon einen Tag vorher, Soundcheck und so weiter, das ist mit dem Radio und im Auto alles funktioniert. Und die Braut hat dann gewartet und der Bräutigam kam, der hat vorher einen kleinen Brief bekommen, zieh dich bitte etwas schicker an, du fährst jetzt weg. Der Trauzeuge, ja, mega, mega, mega. Der Trauzeuge hat ihn gebracht und die Braut hat gezittert, die war schon total so riesig aufgeregt und er ist total aus den Latschen gekippt. Das war so süß. Hätte ja auch sein können, dass er es voll scheiße findet, ne? So überrascht zu werden. Er sagt, er überrascht gerne, aber er wird nicht gerne überrascht. Er war schon überfahren, glaube ich, so ein bisschen. Also der ist sogar einmal in die Knie gegangen, ihm haben so die Beine gezittert. Das war echt süß, aber er hat sich riesig gefreut. Und die zwei wurden dann in unserem, also meinem Lieblingsbulli Käthe vom Café Piccolo quasi direkt vor die Bühne gefahren. Die Gäste haben im Auto gewartet. Haben auch ein Säckchen da gehabt und so weiter. Und die wurden dann mit lautem Hubkonzert begrüßt. Genau. Gesang hatten wir da, Live-Musik von zwei ganz lieben Sängerinnen. Die haben grandios gesungen. Die Anja hat die Traurede nochmal gehalten, die Erneuerung des Eheversprechens. Und das war echt krass. Das heißt, also für kannte mich, die beiden schon, oder wie? Die hat mit ihnen am Samstag telefoniert. Also mit ihr. Nur mit ihr. Ja. Richtig, genau. Sonst nichts heimlich. Also sie hat dann die Details verraten. Und die Anja hat dann eine schöne Rede draus gemacht. Also das war wirklich toll. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, was soll ich sagen? Also wie vielleicht so mein Eindruck, der war... Ja, genau. Also vor allem, wie hat das Brautpaar einander, als sie da oben auf dieser Bühne standen, wie war da die Situation? Also, das ist ja ganz anders als sonst, wenn die so lauschig, nah an den Gästen, da war ja viel mehr Platz. Diese Sache mit dem Platz, das wird ja immer wieder angesprochen, dass das ein Problem sein könnte oder vielleicht auch nicht. Wie hast du es empfunden? Also gestern fand ich tatsächlich das Platzproblem gar nicht groß vorhanden. Ne? Also die Gäste waren ja eh am Auto und die kamen ja pro Familie mit Auto. Das war dann gar kein Problem. Und ansonsten auch auf der Bühne war ja Platz. Das heißt, da war immer auch der Tisch dazwischen und dann die Traurednerin beziehungsweise der Gesang war ja auch nur temporär kurz in der anderen Ecke. Also das empfand ich als überhaupt gar kein Problem. Ja. Und was ich halt eigentlich geil fand, tatsächlich mit der Bühne, man sieht das Brautpaar sehr gut. Ich finde oftmals sehr, sehr schade, dass man bei den Trauungen, gerade auch in der Kirche, aber auch oftmals bei freien Trauungen, wird das Brautpaar mit dem Rücken zum Publikum gesetzt und man bekommt gar nicht so viel mit als Zuschauer, als Gast. Ich habe natürlich dann Privilegien, aber die Gäste nicht. Und das war dann gestern gar nicht so, weil die standen natürlich zum Publikum und das war cool, weil die alles direkt mitbekommen haben. Die haben mitbekommen, wie die Ringübergabe von ihrem Sohn, die haben einen ganz knuffigen, kleinen, süßen Sohn, dann gemacht wurde. Und ich finde tatsächlich, man hat das als Gast jetzt auch besser sehen und mitbekommen und erleben dürfen, als wenn man ja irgendwo sitzt und das Brautpaar mit dem Rücken zu einem ist. Also von daher weder Platz noch sonst was Probleme. Ja, ja und dieses Thema, was ja auch oft gesagt wird, dass sich keiner umarmen darf. Wie war das so in der Situation? Die zwei lagen sich im Arm.
Ja, das sind, die dürfen ja auch Haushalt. Die dürfen. Und die Eltern haben umarmt, weil das dürfen sie ja auch. Und die sind so immer zusammen, von daher gar kein Problem gewesen. Es wurde wirklich viel Stimmung gemacht. Und ich meine, cool, geile Musik. Wir hatten den DJ Flip mit dabei. Der hat super geil aufgelegt. Das heißt, es war Stimmung da und dann kommt noch ein bisschen Gehupe und so. Das macht Stimmung. Und ich fand, das hat es tatsächlich wettgemacht. Ja, ja, das ist natürlich schon mega. Wie viele Gäste waren so da? Jetzt fragst du mich was. Wenn ich mal überschlagen soll, es waren vielleicht 20 Autos, 20, 25 Autos. Ja, also jetzt auch nicht nur, dass man sagt, so die allerengsten 10 Leute, sondern schon ein paar mehr Leute wahrscheinlich. Ein paar mehr, ja. Die waren aber, wie gesagt, verteilt. Die haben dann das Auto rückwärts reingefahren, Heckklappe auf und dann... Diese Strandparty. Ja, voll lieblich gemacht. Dann hatten wir hier, das habe ich jetzt gestern auch gelernt, Popcorn dabei. Popcorn ist wie Popcorn, aber mit Zucker, Käse, Pfirsich und irgendeinem Kräutergewürz. Schmeckt schon. Ich habe noch nie gehört. Klingt aber ganz geil eigentlich. Findest du mit? Nee, du hast es ja probiert. Gut. Ich fand es sehr gewöhnungsbedürftig. Und für dich als Fotografin, wie war es von den Motiven her? Das ging tatsächlich gut. Also schöne Motive. Ich meine, Brautpaar-Bilder kann man sowieso machen, ne? Die kuscheln von alleine. Ja. Und ansonsten hat man auch einen coolen Blick auf die Bühne gehabt oder auch auf die andere Richtung. Klar ist es was anderes, wenn man, ich nenne es jetzt mal salopp, Blechlawine fotografiert, als eine freie Trauung mit wunderschönem Traubogen am See. Das ist was anderes. Vielleicht ist es tatsächlich auch geeignet für Leute, die irgendwie eine Verbindung mit dem Autokino haben oder auch Autoliebhaber sind. Ja. Also da waren auch ein paar dabei dort, die, glaube ich, so Liebhaber sind. Ich war noch nie im Autokino. Noch nie? Nee. Ich war einmal, aber ich glaube, ich war da so 19 oder so. Also ist ein bisschen länger her. Ich dachte, das gibt's nicht mehr. Ja, aber jetzt. Genau, und es ist, wie gesagt, es ist was anderes. Es ist ja, klar, keine mega romantische Shishi-Hochzeit. Nein, das ist es nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Art Hochzeit doch zu einigen Paaren gut passen Hallo, kann. Lena. Also, hi. Also mit, zu dem Paar gestern hat es wie die Faust aufs Auge gepasst. Und die Stimmung war halt geil, ne? Wenn man da auch noch coole Musik hat und man hat wirklich Platz und alles, funktioniert es. Bertram fragt gerade, ob die Bilder schon online sind. Nein, das werden schnell. Ich bin schnell, aber so schnell nicht. Ich habe gestern erstmal gediegen meinen Sonnenbrand gepflegt. Ich habe eine Vorauswahl gemacht, aber die sind noch nicht online. Es gibt vom Radio KW, wenn ihr da mal auf Facebook schaut, da gibt es ein Video schon, ein kleines von gestern. Und in meiner Story, oh, vielleicht sind die schon weg. Wie viel Uhr? Die sind weg. Die sind schon weg. Ah, too late. Aber die werden, oh, es tut mir leid, die werden demnächst auf jeden Fall nochmal hochgeladen. Es wird auch nochmal ein Video geben. Und ich habe gevloggt. Das heißt, ich nehme euch nochmal mit und ihr könnt es dann sehen, wie es war, wie dabei war. Genau, das gibt es auf jeden Fall auch nochmal. Und was war dein größter Gänsehautmoment jetzt? Also, weil jetzt ist ja auch so eine Bühne, dadurch den Abstand und alles. Klar, das Brautpaar mega süß und so, aber ist ja trotzdem was ganz anderes, wie du schon sagst, als eine Hochzeit an einem See, so ganz lauschig oder in so einem Garten, wie wir das damals zusammen im Berthold hatten. Ja, was war dein größter Gänsehautmoment? Also da gab es zwei. Der erste Gänsehautmoment war, als der Bräutigam reingefahren wurde quasi und erst gecheckt hat, um was es richtig geht. Und da völlig perplex stand, es gab viele Tränen und also, der war wirklich aus dem Häuschen. Das war sehr, sehr rührend. Der zweite Moment war, dass die Erneuerung des Eheversprechens, also er hat natürlich nichts vorbereitet, wie auch, aber
sie hat an ihn noch mal ein paar Worte gerichtet. Ich habe sie gehört, weil ich relativ nah noch zur Bühne stand. Sie hat aber nicht ins Mikro gesprochen und ich glaube, viele haben es nicht mitbekommen. Die zwei hatten, glaube ich, auch schon eine harte Zeit, auch eben mit Familienverlusten und so weiter. Und sie wollte ihm einfach nur noch mal Danke sagen. Und ich habe einfach mal rumgeguckt, wer das alles so noch gehört hat. Und ich glaube, sehr, sehr viele hatten Tränen in den Augen. Auch von den Dienstleistern, die zwei nicht kennen. Und das war wirklich so krass, richtig krass gewesen, ja. Ah, ganz gute Frage, was ist Vlog? Vlog, Videoblog. Das ist wie ein Blog, das ist wie ein Tagebuch schreiben, nur mit Video. Genau, ich habe gestern gefilmt. Auf gut Deutsch. Ja, kann man sich dann irgendwann angucken, das Video. Genau, wollte ich demnächst mal fertig schneiden. Das ist ja jetzt spannend auch, finde ich, zu hören, einfach weil das ist ja gerade so die Nonplusultra-Lösung, die in vielerlei Orten gehandelt wird, das Autokino ist das, muss herhalten für alles, für Konzerte, für Autokino, für Hochzeiten. Jetzt hast du es wenigstens mal erlebt und du sagst, okay, wenn das Brautpaar Bock hätte, du kannst es dir nochmal vorstellen, so klingt das jetzt jedenfalls, ne? Ja, funktioniert für mich, ja. Funktioniert gut, ja. Du hast aber ja auch schon andere Hochzeiten diesen Frühling begleitet, im Standesamt ganz klassisch. Wie war das? Das war anders. Also anders als die Hochzeit, klar, aber auch anders als andere Hochzeiten im Standesamt. Auch anders. Also ich habe tatsächlich erstmal ein bisschen Bammel gehabt, wie das sein wird, weil alle auseinanderstehen. Schwierig. Es ging. Also es ging tatsächlich ganz gut. Bei der ersten war es tatsächlich noch verboten, dass auch der Fotograf mit rein darf. Das ist jetzt momentan zumindest, je nach Bundesland und Stadt, muss man sich da erkundigen. Also hier darf ich wieder mit rein. Ja, das war für mich komisch, weil ich quasi die verabschiedet habe, gesagt habe, hier, tschüss, geh rein, viel Spaß. Geht mal ja sagen, tschüss. Ich habe dann tatsächlich zwei Möglichkeiten ausgetüftelt, doch mit reinzugehen. Nein, nichts Böses. Ich habe beim ersten Brautpaar meinen kleinen DJI-Filmgerät mit reingegeben, habe da ein Bild rausgeschnitten und die haben das Video noch bekommen als Trost quasi. Und das zweite habe ich dann gar nicht probieren können, weil die sowieso eigentlich ein Allotment geplant hatten. Also die wollten alleine heiraten im Ausland und das ging jetzt nicht. Deswegen haben sie hier geheiratet und haben gesagt, nee, wenn es jetzt so ist, dann machen wir es trotzdem alleine, aber du kommst dann halt danach. Aber sonst hätte ich meine Kamera mit reingegeben, fix auf dem Stativ und per WLAN ausgelöst. Wenn das Signal reicht. Ja, also zu Hause hat es funktioniert, aber das geht halt natürlich auch nicht über 50 Wände. Ja. Je nach Standesamt geht es aber auch. Ich habe Spalier gemacht. Funktioniert, wenn man perspektivische Tricks anwendet, sieht es aus, als stünden die alle eigentlich ganz hübsch, schön im Spalier, aber eigentlich stehen die 2-3 Meter auseinander. Gar kein Problem. Also, hab ich hinbekommen. Die haben tatsächlich aus den Braut- und Bräutigam-Masken einen Gag gemacht. Die fanden das dann ganz cool, haben sie noch so aufgezogen, haben gesagt, naja, also sowas hat man nicht alle Tage. Deswegen ja, machen wir es. Die Svetlana, die ja gerade noch zugeschaut hat, die hat auch im Standesamt, aber nur zu zweit geheiratet schon. Ja, und die haben halt gesagt, ja, also die Story, die hat man nicht alle Tage, dann ziehen wir jetzt Masken auf, die Freundin hat denen die genäht und draufgestickt und so. Also es war ganz cool, die Gruppenbilder haben funktioniert. Also es ist ein bisschen ein Suchbild, weil die natürlich auseinander stehen und wirklich weit auseinander gestanden haben. Aber es hat funktioniert und die sind alle auf dem Bild drauf und das Bild ist eigentlich ziemlich stylisch geworden, muss man sagen. Wenn man es mit Humor nimmt und ein bisschen cool sich hinstellt, ist es eigentlich fast sogar lockerer gewesen, als wenn man so zusammengepfercht dann im Klassischen gestanden hat. Von daher fand ich das super, gar kein Problem gewesen. Und also das war jetzt in dem Fall das zweite Brautpaar. Das erste Brautpaar hat dann bei der Braut ihrer Tochter im Garten gegrillt, in sehr, sehr kleinem Kreis.
Von daher, die konnten ein bisschen feiern. Das war ja, wie gesagt, in der Familie, die sie auch immer sehen. Das war von C-Punkt kein Problem. Und also es war super schön. Also hast du auch den Eindruck, dass die fein damit waren, trotz der Umstände? Sie mussten ja vermutlich auch Sachen anders machen als ursprünglich geplant, umschmeißen, umorganisieren, überlegen, machen wir das jetzt so? Wollen wir das so im Standesamt mit wenigen Leuten? Ja, wie war da dein Eindruck? Die waren sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt. Also die haben die Feier einfach jetzt auf den Herbst geschoben und haben gesagt, ja, aber wir haben ja jetzt unseren Termin und jetzt machen wir das halt stressfreier in klein. Erstmal vorab und dann die Feier dann später noch. Und es war für die super. Und haben halt auch gesagt, ja gut, es war jetzt einfach ruhig. Das Wetter war genial. Sie hatten das Wetter war einfach die letzten Wochen so geil, ne? Alle Brautpaare, ich glaube, naja, das tut mir leid. Ja, und weißt du was? Jetzt will ich in Urlaub fahren, also wandern und ein bisschen hier Video machen. Und weißt du, was ist? Es soll regnen, wenn ich fahre. Naja, aber es ist keine Hochzeit. Es tut mir jetzt nur so ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Ich drücke die Daumen, dass die Sonne mal rauskommt. Ja, Lena, genau. Ausland hier haben wir auch gemacht. Ja, da kommen wir gleich bestimmt auch noch kurz zu. Wenn genau. Die Steffi was dazu wissen will, mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, also das war tatsächlich sehr, sehr entspannt. Also die haben gesagt, nö, dann machen wir das jetzt so und mit unseren Liebsten. Also es muss einem natürlich auch liegen. Ne? Ich kann mir zum Beispiel auch super gut vorstellen, mit meinem Freund einfach abzuhauen und sagen, ganz alleine. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, was du dir ursprünglich ausgemalt hast. Wenn du einen Plan hattest und eben klar sagst, da sollen diese und jene und welche Menschen dabei sein und ich möchte die sehr gerne umarmen, dann ist es nicht so einfach, dahin zu kommen, zu sagen, oh, das ist jetzt genau meine Lösung so. Wenn du aber von vornherein vielleicht auch gedacht hast, klein heiraten ist eine Option, dann ist es was anderes. Ja, sehe ich auch so. Oder man sagt halt, okay, wir machen es jetzt trotzdem, aber man kann ja trotzdem noch eine Trauung nachholen. Ne? Dass man sagt, okay, Standesamt ist für viele, ist zwar der wichtige und offizielle Part, aber für viele vielleicht jetzt nicht so wichtig. Viele wollen doch eine Trauung haben, sei es kirchlich oder freie Trauung. Dass man einfach sagt, ja, nee, dann machen wir halt eine freie Trauung später. Und das Standesamt macht man ganz alleine. Finde ich super romantisch und hat Zeit zu zweit. Kann eine Option sein. Genau, kann, ja. Ja, gibt es noch was von den Standesamtlichen noch da? Sonst können wir zu meinen Erfahrungen kommen, wenn du willst. Ja, ich wollte unbedingt jetzt mal hier dich fragen, weil du hattest erzählt, du hattest so eine auch spontan Hochzeit am Rhein. Und ich glaube, da war auch ein bisschen was Secret, so heimlich. Ja, genau, das war so ein paar Tage vor dem Termin, also wirklich sehr kurz davor, bekam ich einen Anruf von einem Bräutigam, der sagte, ja, wie sieht's aus? Hier, freie Trauung. Hast du Zeit? Es wird eine Überraschung, weil eigentlich hätten wir an dem Termin eben kirchlich geheiratet und das ist jetzt verschoben. Und Verlobte ist traurig. Wie kann ich sie glücklich machen? Ich habe überlegt, dass es doch schön wäre, an dem Tag trotzdem was zu machen. Und eben im kleinsten Kreis vielleicht einfach Ja zu sagen. Mir ist bewusst, es ist sehr kurzfristig, meinte noch, aber ich dachte, ich telefoniere mal rum und gucke, ob ich wen kriege. Ja, und grundsätzlich mit solchen Ideen kriegt man mich ja schnell. Nur es muss auch möglich zu machen sein. Ne? Dann haben wir Termine jongliert und hinbekommen. Auch mit ihm habe ich einen längeren FaceTime-Call gemacht. Dann, ich brauche ja sehr viele Infos, also meine Brautpaare, die wissen das, Svetlana ist ja auch am Start. Wir sitzen sonst einige Stunden zusammen und sprechen über alles, was da passiert ist, wie das war mit dem Zusammenkommen und mit dem Heiratsantrag. All das musste er jetzt alleine abdecken. Und zwar auch und wie lange brauchst du Vorlaufzeit? Jetzt mal kurz, Entschuldigung, dass ich zwischenhake, aber wie brauchst du generell Vorlaufzeit? Du musst ja dann auch irgendwas vorbereiten. Ne? Es ist ja nicht abgefrühstückt, wenn du mehr telefonierst. Nee, genau. Also ich plane mir sonst eben immer so einen Tag ein, an dem das Traugespräch stattfindet und danach mindestens einen Tag, an dem ich erstmal schreibe und dann wird daran gefeilt und noch XYZ eingebunden in die Rede, wer noch möchte. All das ist ja jetzt weggefallen. Das heißt, wir haben von vornherein gesagt, das wird kürzer als sonst. Wir hatten auch keine Live-Musik oder so.
Und ja, es wird einfach eine abgespeckte Variante, aber halt eine coole Überraschung. So sind wir da rangegangen. Es darf anders sein. Es darf ne, einfach für die beiden sein. Und normalerweise plane ich so mit 30 Stunden für eine freie Trauung, plane ich mir halt mal so ein. Das ist so im Schnitt das, was ich da rein investieren können möchte auch. Und das war in dem Fall natürlich nicht drin. Das war uns beiden aber bewusst. Das heißt, direkt nach dem Gespräch mit ihm habe ich dann eben angefangen zu schreiben und dann das Ganze eben zu überarbeiten, zu üben, weil ich ja auch möchte, dass das nicht abgelesen ist, sondern ein bisschen freier rüberkommt, wenn es dann soweit ist. Ja, und dann kam eben dieser Tag und ich kannte ja die Braut auch nicht. Ne? Es ist auch für mich eine Premiere gewesen, so stellst dich mal da irgendwo an rein und dann kommt dann da irgendwann das Brautpaar, wenn es gut läuft, entlang spaziert. Es gab noch Eingeweihte, die dann mir ein Zeichen gegeben haben, als die dann angelaufen kamen von Weitem und Fotografen hatten zum Glück auch Zeit an dem Tag, weil es war ja der ursprüngliche Hochzeitstermin, wie praktisch. Ja, und dann war Sonnenuntergangszeit und ich stand da und irgendwann kriege ich das Signal, dass die von Weitem kommen. Und dann kommt dies auf mich zugelaufen und die Braut so, was ist das? Und er macht noch so Witze, ja, vielleicht macht da irgendwer wem einen Antrag. Und sie guckt so und ich guck so. Du bist abgebrochen. Nein, nein. Jetzt, nein, voll der spannende Moment, du brichst ab. Ich bin wieder da. Hallo. Ja, sie kam auf mich zugelaufen und dann habe ich eben gesagt, hallo, ich bin Athene und du bist hier ganz richtig, das ist eine Überraschung, das ist eine ganz kleine Trauung im allerkleinsten Kreis, das hat sich dein Verlobter ausgedacht und ja, ihr werdet jetzt hier nur für euch ja sagen. Und dann waren wir alle tierisch emotional, natürlich, und dann ging es los und wir haben eine Zeitreise gemacht an die Anfänge von ihrer Liebe, wie das alles so passiert ist. Es war einfach mega schön und ich hatte auch Tränen in den Augen, als sie vor mir stand, weil es einfach so besonders war. Ich hatte sie ja auch noch nie gesehen. Es war einfach eine super schöne Erfahrung und ich habe gemerkt, dass sie sehr erfreut war über die Überraschung. Also sie hatte, glaube ich, auch Gänsehaut. Und ja, wir hatten eine richtig gute Zeit. Wir haben gelacht, wir haben emotionale Momente gehabt. Sie haben einmal Ringe getauscht und ja gesagt. Und ja, dann kam am Ende noch ein Song und dann waren die zwei eben symbolisch zum ersten Mal im kleinsten Kreis am Rhein verheiratet und für die war es auf jeden Fall mega cool, glaube ich, weil, also haben sie mir auch gesagt, weil es eben einfach für sie so unerwartet war und für ihn einfach auch schön war, dass die Überraschung geglückt ist natürlich und ich meine, klar, er hat sich so ins Zeug gelegt, ne, wie cool das ist. Ja, hab mehrfach in dem Zusammenhang gehört, oh, solche Männer, wo gibt's die noch? Ich glaube, es gibt viele davon. Ich glaube, es gibt viele davon. Du hast auch einen. Ja. So, guck. Ja. Genau. Und ich denke halt, einfach mal machen lassen. Da kommen ganz coole Sachen. Und eben, das wäre auch nie passiert, wenn er nicht auf einmal gesagt hätte, so, wir machen jetzt mal was anders. Ja, ja. So sind wir um eine Erfahrung jetzt reicher. Und es war wirklich, wirklich wunderschön. Mega cool. Empfandst du es als stressig so kurz vorher? Ja, aber als positiven Stress eher. Also ich bin da so cool, angegangen mit der Attitude, we're gonna make it work, zusammen. Und ja. Klar, ich habe ja auch einen kleinen Sohn. Also ich musste in meinem Kalender gucken, ob das geht. Aber als ich dann gesehen habe, ich kann da Stunden zusammenkratzen, weil mein Mann auch mal zu Hause ist, dann klappt das und dann wird das auch gut. Ich habe sag immer, wenn alle Ja sagen und Bock haben, dann wird's geil am Ende. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Aber ja, gut, es hätte auch in dem Fall sein können, dass die Braut überfahren ist und sagt, oh. hätte auch sein können, ja. Aber die war, glaube ich, hin und weg, oder? Ich hatte den Eindruck, ja, und das hat sie auch hinterher nochmal geschrieben. Für welche Location habt ihr euch dann quasi entschieden, wie habt ihr die gefunden? Weil so einfach mal, ich hocke mich an rein und dann machen wir das da, stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor. Ja, das ist im Prinzip ein bisschen geheim, aber das war halt ein Ort, mit dem die beiden was verbinden, wo die gern spazieren geht. Deswegen es eben nicht komisch war, dass die da mal langlaufen und dann, hupala, steht da jemand. Ah, okay, das ist ein guter Gedanke, auf jeden Fall. Habt ihr dann da irgendwas aufgebaut vorher oder, also ja schon,
an. Nö. Nee. Also ich hatte meinen Notenständer dabei, den kennst du, den habe ich immer dabei. So, da liegt ja die Rede drauf. Und damit ich mich bewegen kann beim Sprechen und nicht so an meinem Blatt klebe. Und dann, klar, dann hatten die noch so ein bisschen Sekt da für sich stehen und noch so ein Figürchen oder so. Und der Fotograf hatte coolerweise noch eine Lichterkette dabei. Die habe ich mir noch um den Ständer drum gemacht, weil es auch dunkel wurde dann irgendwann. Und das war dann ganz cool, einfach als Absicherung und sah dann hinterher total schön aus. Aber ja, sonst nichts. Aber man braucht auch nichts. Das ist auch noch so eine Erkenntnis. Also am Ende, was brauchst du? Zwei Leute, die sich lieben. Fertig. Ja, ohne das gäbe es gar nicht, ne? Nee. Und Musik aus der Büchse auch nicht. Keine Musik, kein... Nur doch, so eine, also aus so einer kleinen Box halt ein Song dann. Also aus so einer Bose-Box Teil. Aber ja, am Schluss einfach einen schönen Song. Das war aber nicht wichtig. Also der hätte auch weg sein können. Das war cool, dass er da war, aber das war irgendwie gar nicht... Es war einfach alles anders als sonst. Also es war quasi reduziert, reduzierter geht's nicht mehr. Doch, Ringe hätte man auch noch sparen können. Viel weniger noch machen können. Also, aber ja. Es wurden auch noch persönliche Worte gesagt vom Bräutigam, also... Auch mega. Mega. So spontan. Cool. Also er hatte vorher gesagt, ich war das spontan, hat er dann auch gemacht, ja. Es war cool. Es war echt schön. Ich bin dankbar über diese Erfahrung. Und so ist das irgendwie gerade alles halt anders, ne? Also klar, die Arbeit ist anders, die Hochzeiten, wenn sie denn überhaupt stattfinden, sind anders. Alles anders. Ist alles anders, ja. Und was war für dich jetzt so der schönste Moment? Als sie ankam, auf mich zugelaufen kam und gemerkt hat, oh krass, der hat das wirklich für mich gemacht. Also weil das einfach so was war, was einfach, ja, ich noch nicht erlebt hatte. Ne? Die Braut ist ja sonst meistens die, die mich anruft oder mir schreibt und die auch häufig mehr erzählt im Gespräch und dann auf einmal nicht. kenn ich, ja. Die ist meistens die, die das Zepter da in der Hand hat, was die Orga mit Dienstleistern anbelangt. Oft. Also auch nicht immer, aber es ist halt oft. Nicht genau. Immer. Und so war es jetzt anders und das war voll geil. War geil. War dir irgendwas besonders wichtig jetzt gerade im Hinblick auf diese Hochzeit, weil die so besonders war? Hast du auf bestimmte Dinge geachtet? Nee, mir war wichtig, dass einfach ich genug Infos habe. Also dass da der Bräutigam und ich uns genug Zeit nehmen können, weil ich mache das halt, wie viele andere bestimmt auch, sehr persönlich und mir ist halt wichtig, dass das Brautpaar im Fokus steht und dass das Ganze eben darauf fußt, was man mir erzählt. Und wenn ich nur eine Person ausquetschen kann, das war so das, was mir besonders wichtig war. Die Caro hat gerade irgendwas gefragt, ich habe es nicht gesehen. Oh Mist. Caro, also ich hatte ihn nochmal schreiben. Ich hatte gelesen, sie schrieb, ohne so eine tolle Trauerrednerin wäre sowas auch nicht möglich. Ah ja, die haben in Mexiko geheiratet, die Caro. Da können wir auch noch drüber reden. Ja, mega, gleich. Gerne. Zusammenfassend, also du fandst es cool. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und klar, empfehlenswert. Aber man muss dazu ja sagen, sowas kannst du ja nicht planen. Also das ist halt aus dem Leben passiert. Das ist so eine Sache, würde ich sagen, nach dem Motto, lass dich aufs Leben ein. Und wenn du dann so eine Idee hast, versuch es einfach und setz es um, wenn du denkst, oh, da könnte was Gutes entstehen, lass es mal machen. So, womit resoniert denn gerade mein Herz? Worauf habe ich Lust? Und dann probierst es mal. So eine Aktion war das und die hat halt super funktioniert dadurch, dass alle mitgemacht haben. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, oh toll, das müssen jetzt voll viele Paare machen oder ich würde es empfehlen, weil das kannst du ja nicht planen. Vielleicht wird jetzt der neue Trend Local Elopements. Ja, aber vielleicht auch nicht. Also, und das wäre auch nicht schlimm. Weißt du? Nee. Das muss einfach man kann auf jeden Fall festhalten, eine Überraschungshochzeit kann auch funktionieren. Und zwar war ja bei dir und da so der Fall. Also halt symbolisch. Ne? Ansonsten wird es, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Aber es ist also schon schöne Sachen, die sich Menschen in diesen Zeiten haben einfallen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt auf jeden Fall, also das wollte ich dich sowieso fragen, wenn wir telefonieren, das können wir auch jetzt machen. Du bist in Mexiko stecken geblieben, dank C. Richtig. Richtig. Und die Caro, die auch gerade zuschaut, hoffentlich noch, die hat da eben geschrieben hat, die ist die Braut, weswegen ich überhaupt noch am Ende da war. Also warst du im Urlaub oder wie war das? Ich war, genau, im Elternzeit Urlaub mit meinem Mann und meinem Sohn. 6,5 Wochen.
Und dann war zufälligerweise eine Braut am Start, die mich Anfang des Jahres gefragt hat, ob ich sie und ihren Verlobten in Mexiko verheiraten kann am Strand. Also, was für ein guter Zufall mal wieder. So, das Leben sagt, tick, 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 ich habe da was vor mit dir. Hast du Lust? Und ich habe gesagt, ja klar, also lass das machen. Die Chemie hat sofort bombig gestimmt. Wir haben uns super verstanden und das dann eben möglich gemacht. Das war auch echt kurz vorm Abflug, habe ich die beiden dann noch interviewt. Hier bei mir zu Hause haben wir stundenlang gesessen und ja, dann habe ich das noch geschrieben und fertig gemacht und ganz viel Liebe da reingesteckt und ausgedruckt und eingepackt. Und wir waren unterwegs auf Reisen und C-Punkt war noch kein Thema, also von Corona nichts zu spüren in Mexiko die ganze Zeit. Ja, und dann ging es auf die Hochzeit zu und dann war irgendwann so, stand ein bisschen auf der Kippe, weil die Hochzeit war eben ganz am Ende der Reise. Also dann, ja, März war es dann. Und dann war auch nicht mehr so klar, ja, mit Fliegen, ja, jetzt geht es gerade noch. Und dann war ich im ständigen Kontakt mit der Braut und habe mit ihr darüber gesprochen, wie es jetzt läuft. Und ich habe tatsächlich gedacht, ja, vermutlich wird das jetzt nichts mehr, weil, kann man ja auch verstehen, dann unter den Umständen bleiben die jetzt wahrscheinlich zu Hause. Weil das war alles so unsicher. Ne? Ihr wart ja dabei, auch in dieser Welt. Man wusste nichts. Und dann habe ich eine Sprachnachricht von ihr bekommen. Ich weiß es noch ganz genau, wie ich die abgehört habe und vorher noch gesagt hat zu Raphael, mein Mann, naja, die sagen jetzt bestimmt ab. Und das kann ich auch verstehen. Und dann hat sie gesagt, du, ich schmeiß gerade alles um, wir setzen uns morgen in den Flieger und ich habe hier neu gebucht und wir fliegen jetzt los. So nach dem Motto. So. Und geplant war später mit Gästen oder auch alleine? Oder wie war geplant? Nein, also geplant war eine Strandhochzeit mit 20 ungefähr Gästen in so einem schönen Hotel am Strand. Da hatte sie mir auch Fotos gezeigt, wie das aussehen soll und so. Sah mega cool aus. Und es war auch jetzt in dem Moment, wo sie mir das gesagt hatte, war auch noch geplant, dass die Ängsten der Ängsten kommen werden. Sie wollten halt schon mal da sein. So. Dann setzen sie sich in den Flieger und während sie im Flugzeug sitzen, wird die weltweite Reisewarnung ausgerufen. Oh. Währenddessen! Ja. Und dann kommen sie halt an, natürlich durch den Wind und waren halt so, okay, ja, okay, was machen wir jetzt? Aber sie waren ja da. Genau, dann haben sie sich mit bei uns im Airbnb eingenistet. Da gab es mehrere Zimmer zu mieten, direkt am Strand. Und dann haben wir beratschlagt, was wir jetzt machen. Und ich habe gesagt, hey, ich kann alles verstehen. Ich kann verstehen, wenn wir es zu Hause machen wollen. Wir sind aber hier, wir können es auch hier machen. Ja, und dann haben die beiden gesagt, du bist hier, wir sind hier, Strand ist hier. Dann machen wir das jetzt auch. Das haben wir morgens entschieden und abends haben sie geheiratet. So war das. Weil zu dem Zeitpunkt wusste auch kein Mensch, wann wir da wegkommen, ob wir am nächsten Tag abfliegen oder in ein paar Tagen. Das war alles ganz, ne, die Nachrichten haben sich überschlagen. Ja, und dann haben wir das an dem Abend gemacht. Die also kürzest geplante zur Hochzeit ever. Also auch alleine am Strand abends, super spontan. Ja. Gibt es Fotos? Ha ja, ich mein Blog. Jo Mann, sorry, I was a bit busy in meinem... No problem. Gibt auch welche im Feed, also es gibt, das ist auch der nächste schöne Zufall, war das eine gute Freundin, auch noch gerade in Mexiko war, es war der letzte Abend von ihr, am nächsten Tag ging ihr regulärer Flug noch zurück und sie hatte mir zufällig am Vortag erzählt, dass sie eigentlich auch Hochzeitsfotografin mal sein möchte, weil sie gerne Fotos macht. Da habe ich gesagt, hey, das ist deine Chance. Kommst du vorbei, machst du Fotos. Hast ein paar Arbeitsproben. Geil. Also besser kann es ja dann nicht sein. Das hat man auch nicht alle Tage. Maureen fragt, wie lange das Paar noch in Mexiko bleiben konnte oder musste. Also, weiß ja nicht. Wir saßen dann alle gemeinsam im gleichen Boot. Alle unsere Flüge wurden gecancelt und wir wussten von nichts. Wir haben dann, also war erst noch zur Trauung, also die Trauung war halt dann wunderschön am Strand mit Blick auf den Sonnenuntergang, also wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und die Familien und Trauzeugen und ja, die Ängsten haben noch Videobotschaften geschickt. Den habe ich morgens geschrieben und dann waren die sozusagen wenigstens ein bisschen dabei und das war so schön, dass sie dabei waren. Genau. Und danach saßen wir dann aber noch ein paar Tage in Mexiko fest und wussten nicht Bescheid, aber das war relativ entspannt, weil da war
die Lage gut, uns ging es gut. Wir hatten Apartments gemietet und irgendwann dann die Nachricht bekommen, ja, heute geht ihr Flug. Und dann sind wir zurückgekommen im Rückholprogramm der Deutschen Botschaft. Dann habt ihr ja dann Rückholprogramm, oh Gott, krass. Ich weiß bis heute nicht, was kostet. Wir gucken mal. Ich wollte gerade sagen, ja, also kostenlos Urlaub geschenkt bekommen habt ihr nicht. Nein, nein. Aber das ist nicht wichtig. Es war eine wunderschöne Erfahrung und wir sind gut wieder hergekommen. Wir haben einen Rucksack voller neuer, positiver Vibes gesammelt und neue Freunde gefunden, weil mit dem Brautpaar sind wir natürlich ganz eng zusammengewachsen, auch in dieser Zeit. Und wir werden auch die Hochzeit noch hier nachfeiern, haben wir gemeinsam besprochen. Ich halte denen die Rede dann nochmal. Mega, mega geil. Ja, und all diese Beispiele zeigen doch, wie unterschiedlich schön es sein kann in dieser Zeit, obwohl es eben ganz anders ist und ja. Ja, ich finde, man kann einfach nur dankbar sein, dass man seinen Partner hat, dass es uns gut geht. Wenn man auch mit seinem Partner leben darf und ihn sehen darf. Und das ist das Wichtigste, weil genau darum geht es ja auch, um seinen Partner und eben sich selbst, um die Liebe, die man da hat. Und ich persönlich bin einfach nur dankbar. Wie lange konnte das Paar noch in Mexiko bleiben? Versteht ihr? Ja, also wir waren dann noch. Achso, ja, ich dachte, das. Dann kommen die bei mir nur später. ja, und ich finde einfach, darum geht es das Paar selber, um die Liebe. Und wenn das passt, ja, dann soll man einfach nur dankbar sein. Ich bin dankbar und genau. Ja, und ich denke halt eben auch, also ich kann alles verstehen. Ich kann verstehen, wenn die Paare sagen, also viele meiner Paare haben verschoben auf den Herbst, den Winter oder das nächste Jahr. Wir haben da bisher sehr gute Lösungen gefunden, kann ich alles gut verstehen. Ich kann aber genauso gut verstehen, wenn man sagt, nee, wir möchten jetzt aber nicht warten und wir wollen das jetzt vielleicht doch machen, auch wenn es eben was ganz anderes wird. Und meine Erfahrungen bisher zeigen eben, dass es dann ein ganz anderes Erlebnis ist, was Wunderschönes, was dabei rauskommen kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann auch nur sagen, wem eine große Hochzeit wichtig ist, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So. Nee, genau. Und dann, wenn man wirklich auch von vornherein gesagt hat, meine Priorität ist es, dass XYZ dabei sind, dann ist es auch einfach nichts für einen. Ja. Also, wenn die Priorität darauf liegt, dass es ein großes, märchenhaftes Fest mit großer, fetter Party hinterher wird, sag ich mal, dann nein. Ja. Dann muss man jetzt machen. Dann ist das so. Genau. Ja, jetzt haben wir viel geredet. Aber es war cool. Ja. Habt ihr denn noch Fragen? Haut in die Tasten. Ihr dürft gerne fragen. Dafür sind wir ja da. Wie gesagt, von der genialen Hochzeit oder den Hochzeiten gibt es bei Athene im Feed, in den Highlights oder auf dem Blog die Bilder zu sehen. Ich glaube, das ist auch interessant, nochmal da durchzuzappen und zu gucken, wie sowas eigentlich überhaupt dann auch ausschaut. Nicht nur jetzt aus Erzählungen raus, sondern wirklich auch gelebt quasi, dokumentiert. Und auch, ob man sich das eben vorstellen kann, bildlich, wie sowas dann aussieht, ob man sich darin sieht. Genau, finde ich super wichtig. Und meine Hochzeiten sind ja, wie gesagt, auch da irgendwo. Mein Feed irgendwo versteckt, ne? Auf der Webseite sind wir ja auch. Genau. Und die Autokino-Hochzeit kommt ganz, ganz bald. Und wenn ihr dann überhaupt nicht warten könnt, Radio KB hat schon ein Mini-Video gepostet. Genau. Oh, wow. Ja, cool. Ein paar Fotos sind noch im Umlauf, auch gerade bei Radio KW und bei Scala Kulturhaus Wesel. Die haben auch einiges an Fotos gepostet, genau. Ich bin gespannt. Ja. Wie es dann am Ende ausschaut alles. Genau. Und wenn jemand da draußen jetzt sagt, hey, das resoniert irgendwie mit mir, das klingt gut, ich kann mir das schon vorstellen, in diesem Jahr mal was ganz anderes zu machen und ich möchte gerne Ja sagen, ich möchte nicht mehr warten, dann dürft ihr uns gerne schreiben. Ich glaube, wir haben auch einiges jetzt an Erfahrung gesammelt und können Tipps geben und können euch wirklich unterstützen, was
nicht nur generell Hochzeiten anbelangt, sondern auch Hochzeiten, die mal anders sind. Ja, Genau. und erzählt uns einfach von euren Wünschen, weil das wird sowieso jetzt alles ganz anders. Jedes Mal wird was ganz anderes dabei rauskommen und haut einfach mal raus, wenn ihr sagt, ah, irgendwie habe ich da so eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das machbar ist oder so. Schauen wir da mal drauf und was wir möglich machen können, können wir machen. Ich habe bei einer Kollegin zum Beispiel jetzt sogar gesehen, die hat eine Umarmungsmaschine gebastelt. Die Leute sind cool und krass. Mit diesem Plastik? Ja! Nein, hat die echt? Die ist geil. Gibt Möglichkeiten. Genau. Und Gibt die Stefanie, die Möglichkeiten. wird gerne Fotos machen und für die Reden bin ich da. Genau. Ja, wenn ansonsten keine Fragen sind, dann würde ich sagen, halten wir es kurz und knackig, oder? Ja, gehe ich jetzt Ich bin dir. Abendessen. Gehe ich jetzt Abendessen. Sehr gut. Ja, aber wir gehen, glaube ich, demnächst eh noch mal live, wir zwei. Ne? Bestimmt. So. Und ansonsten könnt ihr uns ja schreiben. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass du da warst, Athene. Vielen, vielen Dank. Guten Hunger. Und dann freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen. Na klar. Schönen Abend und danke euch fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.